Shamans turn to ban. So, willkommen zurück. Dota 2 Asian Championship 2015. Winners Bracket Runde 1. Hellraisers gegen Vici Gaming. Das Hellraiser Massaker geht weiter. So oder so ähnlich, ne? Nein. Hellraisers gegen Vici Gaming. Vici Gaming haben im ersten Game eine ultra überzeugende Performance abgeliefert. Hellraisers haben versagt dagegen. Lia lag vielleicht nicht unbedingt an Hellraisers. Vielleicht war der Draft ein bisschen schwach. Vielleicht lag es an Ice is Ice. Wahrscheinlich letzteres. Aber naja, ein weiteres Glück. Best of 3, 1-0 für VG und Hellraisers müssen jetzt liefern. Ansonsten ist Black VG weiter. Und Black kann weiterfarmen. Hat im letzten Game leider sich nicht vom Anti-Mage überholen lassen, von daher war sehr knapp. Aber leider hat Artis um, glaube ich, 2 oder 3 Creeps nicht geschafft, hier nicht Black einzuholen. Und nachher Black, der deutsche super Last-Hitter, überlebt das. Gewinnt erstmal noch diese Last-Hit-Challenge. Mal schauen, ob dieses Spiel auch so ist. Bad Raider gebannt gegen VG Gaming. Außerdem Medusa ist raus. Von daher gibt es jetzt eine Naga für Black oder einen Anti-Mage. Das sind, glaube ich, sonst so seine Helden. Wobei, Naga bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Anti-Mage auf jeden Fall. Shadow Fiend und wieder der Nightstalker für Hellraisers raus. Und sie starten erstmal mit einer stabilen Venture Spirit, die im letzten Game halt auch super abgegangen ist. Also nicht super, aber Fenrir super. Ja, super Fenrir und super Ice is Ice. Okay, nein, never mind. Ja, müssen wir mal schauen, ob es jetzt Venture Spirit bringt. Oder wie das halt so ist, Tidehunter stabil, Lion, auch endlich mal wieder ein Lion drin, der auch da drin ist und endlich wieder mitgespielt hat. Lange Zeit nicht gesehen. Lange Zeit nicht gesehen. Lion Tidehunter ist schon mal erstmal die Wahl. Da kann VG Gaming nichts mit falsch machen. Und Hellraisers müssen sich jetzt überlegen, was sie dagegen picken wollen. Es gibt eigentlich nichts Starkes dagegen. Es ist halt so pff. Ja, sie haben Teamfights, sie haben Pickoffs, sie haben Stunts, Tank, was auch immer. Von daher können jetzt Hellraisers ihr Lineup spielen. Das Problem ist halt nur, VG Gaming haben schon halt ziemlich, mit den beiden Helden halt ziemlich viele Dinge in ihrem Line-Up, wenn man es mal so sagen würde, die zwei Helden, vereint, die halt ziemlich böse mit Hellraisers umgehen können. Quasi egal, was sie picken. Wir müssen jetzt schon eine üble Pocket-Strat auspacken, dass sie da quasi VG Gaming noch outdraften können, wirklich. Und VG Gaming kann sich sagen, hey, wir haben Tide, wir haben Lion, was soll noch passieren? Also wir haben einen ziemlich stabilen Draft, kann nichts passieren. Come at me, Bro. Tja, und Enigma first, okay. Naga gebannt für Black, hey. Wir bannen Black Heroes, ist das neue Spiel. Nächsten First Pick haben aber VG, von daher könnten sie den Anti-Mage picken, wenn sie ihn wollen. Wäre auch ein guter Stun gegen Enigma, falls er außerhalb ist, aber ich glaube, Black wird immer in Black Hole landen, wenn es denn getroffen, wenn es denn trifft. VG Gaming werden jetzt hier vielleicht ein Ex-Bann, vielleicht ein Treu-Bann. Wäre die Möglichkeit, aber Hellraisers nächster Bann wird, glaube ich, auf jeden Fall der Phoenix sein. Ist zumindest so eigentlich, dass es ich mir gedacht hatte. Also würde mich ehrlich gesagt überraschen, wenn sie jetzt hier nicht den SSS Phoenix bannen. Andererseits ist es halt auch schon Titan da drin. Stimmt, okay, never mind. Das, glaube ich, war der Grund, warum ich mir gedacht hatte, warum bannen sie keine SSS? Okay, Titan ist da. Titan offline ist so zu 100% offline, dementsprechend wird das wohl kein Phoenix Faces Ice sein. Ignoriert einfach alles, was ich gesagt habe. Das ist generell zu 99,9% besser, wenn man diesem Cast zuhört. Just kidding. Aber ihr hört mir ja schon nicht mehr zu, weil ihr habt mir ja gehört. Aber andererseits ist es ja auch ein Paradoxon, weil wenn man mir nicht zuhört, dann kann man mir ja nicht zuhören, wie ich sage, dass man mir nicht zuhört. Ach, ja. Ja. Ich mache dumme Witze, das heißt, sie brauchen sehr viel Reserve-Time und lassen sich Zeit und es gibt nichts zu reden. Venture Spirit Enigma gibt es keine Combo mit, Titan allein gibt es keine Combo mit, sind zwei starke Helden. Mit Enigma kann man ganz viele Dinge tun, wow. Und VG Gaming, ja, können halt jetzt irgendwie Juggernaut rausbannen, können Troll rausbannen, irgendwie starke Helden. Im Prinzip, FY wird irgendwas im Kopf haben, was sie draften wollen, Gorek auch so.
Und da werden sie jetzt zu bannen, da kann ich aber nicht voraussagen, weil auf diese beiden Picks kann halt alles kommen. Seriously. Alles, alles, alles. Erasers, nächster Black Hero gebannt. Was wird es sein? Anti-Mage. Müssen jetzt gucken. Wenn VG Gaming hier den Anti-Mage picken wollen, glaube ich, werden sie ihn drin lassen. Das ist der. Für Hellraisers werden halt ähnlich sein. Ja. Hellraisers wollen vielleicht den Anti-Mage. Und daher Whisper erstmal der gebannt. Mit Titan alleine wäre das halt auch ein ziemlich gutes Wisp-Line-Up. Lion kann einen guten Setup machen. Titan kann einen guten Setup machen. Terrorblade für Black, das wäre auch noch eine Idee, genau. Das wäre auch noch eine Idee. Ansonsten. Ja. Naja, Naga ist raus, also muss man Terrorblade spielen, ne? So ist es halt. Kann man halt nichts machen. Ansonsten vielleicht noch ein Lycan oder so. Wobei Lycan auch nicht so stark erfahrbar ist wie Terror. Na, wir werden sehen. Sniper erstmal gebannt und Ember Spirit mal wieder. Hey, was funktioniert, das funktioniert halt. Da muss man jetzt nichts anderes picken. Tja, Hellraisers. Irgendwas Fettes muss jetzt kommen. Sie haben Enigma, sie haben eine Venture Spirit. Allerdings wird es halt für Enigma halt auch so böse, weil Ember Spirit wird halt auch kurz einen Prozess machen mit den Eidolons. Haben wir jetzt einen Farmer. Das Problem ist halt nur, Witchy Gaming kann jetzt in den Lanes doch einen Ticken aggressiver spielen. Der Titaner wird eine wesentlich bessere Zeit haben. Die... Ja gut, ein bisschen auf Ganks achten, klar, aber... Ich meine, Radiant sollte eigentlich von Ganks halbwegs okay sein. Denn Enigma aus dem Dire Jungle irgendwie da rotieren in die Mitte wird schwierig. Kann natürlich auf die Safe, auf die Offlane rotieren, aber die Offlane ist generell bei Titan ein bisschen. Sollte nicht so weit vorne sein. Vielleicht hat er auch ein Ward. Tja. Wir müssen Hellraisers halt auch jetzt einen Carry picken, der halt irgendwie den Titan da irgendwie in die Schranken verweisen kann. Aber erstmal Beastmaster Offlane. Wollen halt jetzt Kontrolle haben, um allen Preis. Mit jetzt zwei große Ultis für Kontrolle. Prinzipiell haben sogar drei Ultis, die jetzt durch BKB gehen. Von daher weiß ich nicht. Terrorblade wäre eine gute Wahl, weil es halt ein Held, der traditionell ohne BKB gespielt wird. Meistens. Außerdem gegen Illusionen gut wäre. Ja, im Black Hole ist es vielleicht eine schlechte Idee mit Terrorblade. Wenn die zusammenstehen. Aber könnte funktionieren. Ja, aber auf jeden Fall eine Wartezeit. Das Game ein bisschen lauter stellen. Meinst du... Naja. Beastmaster Mirana wieder. Lion Mirana ist besser. Das erinnert mich so, das Lineup erinnert mich halt so ein bisschen, wenn jetzt noch ein Earthshaker dazukommen würde, an das Lineup von IG auf ESL One Frankfurt. Er hat halt irgendwie Long Range Fissure, dann kann Ember Spirit die Chains und dann kam irgendwie Lion an und in der Zeit ist der Arrow angekommen. Irgendwie so war das. Schlag ist ein besserer Hero einfach dagegen, weil VG sehr viel Lockdown hat. Hat aber das Problem, VG haben sehr viel Lockdown. Sehr viel. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, Slug ist halt meistens gut, wenn nur ein paar Stunts da sind. Einfach nur, damit die paar Stunts halt anständig gedodged werden können. Sowas wie eine Magic Missile oder sowas ist da halt prädestiniert oder wie ein Arrow. Aber wenn halt zu viel dabei ist, Slug hat halt ein Problem, wenn zu viel Lockdown da ist, wenn halt richtige Lockdown da ist. Ist halt schwieriger zu Lockdown, aber wenn er gelockdown ist, ist er tot. So ungefähr. Wenn er halt vorher nicht für den Shadow Dance rauskommt und sowas. Und das könnte jetzt so hier ein Problem sein. Wir haben Arrow, wir haben Hex, wir haben Earthspike, wir haben Ravage, wir haben die Chains. Searing Chains, das ist halt einiges an Lockdown. Und ich glaube, das wird nicht weniger, es sei denn, hier kommt ein Terrorblade-Pick, der wahrscheinlich jetzt ein ziemlich intelligenter Bann wäre, glaube ich. Denn, hey, Black Hero fehlt noch.
Embers Bild wird für Black zu viel Micro sein, von daher muss man das sehen. Aber Reserve Time nicht vorhanden. Lycan ist die Wahl gewesen, okay. Halber Terrorblade, aber Lycan, wie gesagt, hätte es halt auch sein können. Ah, auch wieder wahr. Ja, wenn Hellraisers halt irgendwie klar das perfekte Hole in 5 bringen oder in 4 und halt ist halt niemand da, ist das zu stoppen, klar, mit BKB. Aber das ist halt auch sehr viel Farm, den Enigma haben muss. Also vielleicht ein Mac First oder ein Blink First oder weiß ich nicht, BKB First ist halt auch so eine Sache. Und das... Doom als letzter Pick. Doom ist halt auch wieder super gegen Slark, außerdem haben sie jetzt was gegen Enigma. Das ist nämlich eine gute Sache, aber Black Doom. Aha. Das ist mal interessant. Doom auf Black. Ist eine ziemlich gute Wahl hier in dem Pick, ja natürlich. Aber es war halt nur schade, weil ich hatte einen Terror Black gehofft. Und Broodmother gegen Hellraisers. Ha. Ah, vielleicht ein bisschen was. Wie sieht's da aus? Ja, gut, keine Ahnung. Broodmother in Ember Spirit rein. Ist das so eine gute Idee? Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also das könnte horribly wrong gehen, wenn Ember Spirit da zufällig einen Cleave reinbekommt. Andererseits ist es halt auch ein... Es ist ein einfaches Black Hole, wenn Ember Spirit halt einmal ansetzt. Und dann halt irgendwie für die nächsten 2 Minuten halt irgendwelche Spinnen am Schnetzeln ist. Ist ganz praktisch. Tja, das ist halt ein easy Refresher-Game hier für den Doom gerade. Denn wir haben sowohl Slark als auch Enigma drin. Und die schreien halt alle so ein bisschen nach einem Hole. Please, please, please doom mich. Please doom mich. Und Doom wird sagen, okay. Kein Problem, mache ich doch gerne. Doom, Doom. Dann können sie beide halt einmal RT4 drücken. Und bis die Dota wieder aufhaben, sind sie halt tot. So ist genau so funktioniert Doom. Genau so, nicht anders. Prinzipiell, Doom nimmt, da kommt aus dem Bildschirm halt so eine Hand und drückt dann einfach Alt F4 bei denen am Bildschirm. Ja. Na gut, aber Black auf dem Farming Doom, Fenrir auf dem Lion zusammen mit FY auf der Mirana mal wieder, Ice is Ice auf dem Tide Hunter, Super auf dem Ember Spirit und direkt gegenüber guckt sie Gorek an auf der Broodmother. Und der wird sich wahrscheinlich gucken, dass er die Runus snackt. Und dieses Mal sind es VG, die hier aggressive gehen. Und lassen SSIs auf der Bottom Lane, so wie es scheint. Rotiert er erstmal nochmal ein bisschen in die Mitte, um vielleicht noch zu swappen, aber mit der Broodmother aus der Off-Lane ist es doch eine ganz gute Sache. Und VG, jetzt wird hier SSIs gesehen. Solo, vielleicht swappen sie dann nochmal rum. Haben sie die Möglichkeiten auf jeden Fall. Aber naja. Afoninch in der Mitte auf dem Beastmaster. Und dann haben wir Dread auf der Venge. In der Mitte Goddamn auf dem Enigma. Und Artis auf dem Slark. Und ja, sie dodgen. Sie haben halt SSS gesehen. Und ganz schnell einfach dodgen. Das ist wahrscheinlich eine ziemlich gute Wahl. Aber andererseits, okay, halt dodgen. Also entweder du hast halt irgendwie Slark und Venge auf der Lane. Oder eine Solo Broodmother. Also generell nicht so viel. Gorek means Highlander. Das passt aber ziemlich cool hier oben mit der Klippe. Ziemlich cool, ja. Na gut, super gegen Gorek. Ist vielleicht auch nicht die beste Lane. Ja. Aber immerhin, noch hat er kein Battlefield, noch ist das alles nicht so schlimm. Trotzdem kann er aber doch sehr lange Zeit dann einfach in seinem Slayer Fist sein. Erste Versuche von Merana mal so ein bisschen in den Jungle reinzugucken. Sitzt halt hier einen sehr aggressiven Wards, um halt vielleicht ein paar Arrows zu treffen. Und wir haben Black tatsächlich in der Mitte. Das, ja gut, hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber technisch hier haben sie auch sonst, naja, sie hätten halt Ember und Black tauschen können, aber Black auf the Lane gegen Broodmother ist so eine Sache. Oh, nein, okay. Es ist leider kein Arrow von Hellraisers, sonst hätte der ziemlich gut getroffen. Aber nope.
Also das Eis sollte eigentlich okay sein hier auf der Lane. Hat halt immer den Echo Smash. Dread wird den Harrison. Aber so viel kann er auch nicht tun, außer mit der Creep Wave kann Dread da auch nicht so nah rangehen, ohne Aggro zu ziehen. Auf der Top Lane haben wir jetzt Gorek, der ein bisschen Harris bekommt. Die Ward steht ja ganz gut. Und damit ist auch Gorek prinzipiell raus. Je nachdem, wo die Lane ist. SSIS muss hier der Creep Wave hinterher gehen. Versucht halt ein bisschen mit Anchor Smash halt dafür zu sorgen, dass sie nicht so einfach ein Last Hit bekommen. Hätte hier vielleicht... Nee. Hätte halt hier vielleicht pouncen können, aber ja. Ist nicht so viel, denn außerdem mit dem Purge ist es auch so eine Sache. Tja. Black mal wieder in der Middle Lane. Mal schauen, wie viele hier bekommt. Refresher sollte wahrscheinlich sein. Oder sie sagen halt irgendwie, okay, wir sind in Slark und machen halt nur die Enigma weg. Oder wir doomen halt so lange Enigma, bis das BKB da ist. Oder nee, wir doomen so lange Slark und stunnen Enigma, bis halt auf Enigma das BKB da ist und dann wechseln wir das oder sowas. Es könnte halt sein. Es kann aber auch, wie im letzten Game, halt einfach darauf hinauslaufen, dass VG halt einfach dominiert. Also so einfach, ja, liegt ja nicht daran, sondern liegt ja nicht an bestimmten Dingen, sondern halt einfach sie dominieren. Ja, und mit Super, mit dem Flame Guard wird es halt auch schwierig für die Spinnen ranzukommen. Oh. Ja, es laggt. Willkommen zu Chinese Dota. Oder zu Asian Dota. Willkommen. Oh, Black in der Mitte. Hat hier kurze Probleme. Äxte sind nicht auf Cooldown. Aber kann hier schön turnen. Hat auch schön sehr früh gesehen von Black halt auch, dass er hier turnen kann. Dass er Bottle Charges nimmt. Dass er es ausreicht. Und schöner Dodge von Black hier. Das hätte in die Hose gehen können. Waren die Äxte rausgeflogen. Aber schön genutzt von Black. Immer noch 0:0 nach 3 Minuten. Noch passiert nichts. Außerdem, Super kann halt die ganze Zeit am Spiel teilnehmen und muss nicht halt die Hälfte Zeit irgendwie auf der Klippe stehen. Ist auch schon schön für ihn. Gott. Diese Lags. Aber naja, lässt sich nicht ändern. Gorek kann auch ein bisschen farmen. Momentan halt Black als Top-Farmer, der sogar mit dem Enigma in der Dschungel mithalten kann. War nicht ganz sicher, hat er hier die Creeps gesnackt. Das sieht nicht danach aus. Keine Aura für ihn. Keinen besonderen Creep. Hatte bisher noch keine Zeit, irgendwie in den Wald zu gehen und ja, sich was zu snacken. Nach 4 Minuten Level 6 mit dem Devourer. Holy crap. Da kommt der Arrow rein und ja, er wird einfach gedoomt. Weil er ist fast ein Level über Afro-Ninch. Afro-Ninch, so. Wird halt hier denied, ja, okay. Aber... denied. Trotzdem halt... Kill auf ihm. Wo ist er denn Level höher? 25:1 gegen 12:2, okay. Holy crap. Black ist schon gefarmt, ja. Erster Kill. Es ist immer noch kein First Blood. First Blood ist immer noch drin. Kann nur noch irgendjemand holen. Gorek versucht sich jetzt ein bisschen am Tower zu holen. Er hat halt so einen gewissen Timing-Push. Also wenn halt mehr Punkte in Flame Guard rauskommen und die Spinnen halt einfach sehr schnell gekillt werden oder Slay the Fist benutzt wird, dann sind die Spinnen halt sehr schnell weg. Deshalb lieber schnell benutzen, bevor einem was zu fett wird. So, ja. Bottle ist halt ein sehr gutes Item in der Mitte auf einem Doom. Und halt in der Mitte, dadurch kann er sie halt auffüllen, kann er die Runen benutzen, ist halt wesentlich besser. Außerdem hat er die Liga schon 5 Armor plus Doubt Shield, kann halt auch jederzeit 1-on-1 mit Beastmaster gehen. Beastmaster hat da nicht wirklich eine Chance, ihn zu harrissen. Kann halt Last Hitten, ja. Aber selbst die Äxte, guck mal an, macht nichts an Damage. 5 Armor, 1000 Leben. Black ist da gerade auf dem Doom ein ziemlich guter Konter dagegen. Und Eis ist Eis. Holy. Ja. Ja, ich achte halt nur auf gewisse Dinge und habe halt mein Ding, aber wenn ich mich mal kurz zurücklehne und mir die Last Hits angucke, ist es so, dass Ice auf der Bottom Lane als Offlane halt einfach mal easy den Slark outfarmt und Slark halt nichts. Artis auf 15:1. Artis war der einzige. Okay, erstmal First Blood gucken hier. Dread geht down. Super holt sich den Kill. Dann war Dread ein bisschen off position und wurde, glaube ich, im Arrow getroffen.
Doom geht raus auf Alpha Ninch. Schön, wird hier gefunden. Versucht zu juken. Ah, nenn nicht ganz. Enigma daneben musste halt noch der Hex benutzt werden. Alpha Ninch juke das easy rund. Und jetzt gleich ist der Doom vorbei und Black kriegt einen zünden Roar in die Fresse. Roar! So, und direkt auch noch Black Hole hinterher. Kein Maledict, no mercy. Aber Doom reicht nicht. Black Hole reicht nicht, aber Black sollte hier down gehen, ja. Aber mit der Ravage noch dazu auf Goddamn hat auch noch hier. Immerhin 1:1 getradet, der Offlaner, der Midlaner für den Jungle Carry. Und da das auch mit der Venge anfängt, technically ein 2:1 Exchange für VG. Die sind nach 7 Minuten, waren recht weit voraus, gehen ja jetzt ein bisschen runter. Dass Black hier gestorben ist, ist keine so tolle Sache. Ist im letzten Game gar nicht gestorben, okay, technically. Das letzte Game war aber auch zu stark ein Stomp. Gorik ist jetzt auf die Bottomlane rotiert, ich weiß nicht, ob das besser ist gegen Ice's Ice. Denn der hat da sowas, das nennt sich Anchor Smash, das macht Aua gegen Spinnen. Aber der farmt halt auch schon ganz gut. Ist wohl auf dem Weg zum Mecha, so wie es scheint, mit den zwei Iron Branches und dem Ring of Regeneration. Tja. Haben wir jetzt halt schon gesehen, okay, wir nehmen das Black Hole, wir nehmen den Roar und Doom steht immer noch nicht. Es wird auch nicht viel besser. Mal schauen, ob Black hier auf den Midas geht. Bin mir gar nicht sicher, ob das gerade eine Frage ist oder ob das halt generell immer so ist. Weiß ich jetzt, habe ich nicht genug Black Doom gesehen oder generell Black gesehen. Auf der Medusa war er, glaube ich, nicht so der Midas-Typ. Daher bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt kommt erstmal Rotations von Hellraisers auf die Bottomlane. Raw und Fenrir, okay. Much Extensions. Und ja, Ember Spirit geht halt einfach weg. Wir müssen halt schon viel benutzen, um hier einen Kill zu bekommen. Ist ja doch nur ein Lion, den sie da gerade roaren können. Aber immerhin kriegen sie was. Ist ja doch schon etwas. Also das heißt, würde halt irgendwie gerne diesen Kurier haben, muss aber ein bisschen damit warten. Und geht halt sehr sicher mit dem Kurier. Ist ja doch ganz gut. Aber man hat halt schon gesehen, dass Handraisers können pushen. Sie haben Beastmaster, sie haben Enigma und das ist ein gutes Push-Lineup. Zusammen mit der Aura von Dread, zusammen mit der Aura von Beastmaster, die auch komplett gemaxt hat. Das ist einiges, aber jetzt kommt super hier rein. Versucht hier Kills zu bekommen, Black ist jetzt auch drin. Alle werden low, weil... Oh, wir haben Scorched Earth und die Flame Guard, die hat einfach großen Aoi-Damage machen und drei Leute gehen down. Super mit einem Triple Kill und sie sind basically einfach nur reingegangen. Kein Doom, kein großer Ulti, kein Slayer of Fist, kein gar nichts. Sie sind einfach nur reingegangen. Was ein Lineup. Einfach nur reingehen, okay, ein Arrow hat getroffen, aber... Einfach nur reingehen, Aoi-Damage kommt von selber, denn wir alle brennen. Burning Man, Much. Ja, Gorik mit der Region-Rune wird sich da freuen. Hat wieder volle Mana und kann da weitermachen. Aber halt, Hellraisers wieder auf dem Backfoot, 6:2. Und wieder haben sie halt den Tower gepusht, aber wurden dann halt hart re-engaged. Wie im letzten Game von SSI prinzipiell. Und, das ist so eine Sache. Gorik ist sichtbar, aber oh, das gibt einiges in Gold hier für SSI. Oh, einiges in Gold. Alle Spinnen sind weg. Gorik zeigt sich sogar, aber gut. Kann halt mal ein bisschen Spinnen machen und mehr nicht. Aber jetzt ist Fenrir da. Und das wird nicht mehr so einfach. Die Sentries sind sehr gut überlappend. Hat eigentlich halt Gorik keine Möglichkeit, da irgendwie jetzt zu entkommen. Es sei denn, er geht halt gerade dahin, wo keine Sentries sind. Nämlich dahin. Jetzt wird er gesehen. Aber es ist zu schnell. Und bleibt halt auch nicht stehen. Farmt jetzt hier tatsächlich. Da muss man schauen. Kriegen halt auch Rotations. Dread ist da. Und ja, Gorik kann hier tun und lassen, was er will. Da kommt der Lion halt auch nicht einfach ran. Trotzdem muss er nicht. Ice farmt. Artis hat Probleme mit dem Farmen. 36:3 gegen einen fast 80:8. Ice Tidehunter, der sein Mech nach 11 Minuten plus Mana Boots fertig hat. Nett. Okay. Machen halt keinen Damage auf die Spinnen, die beiden Doom-Elos. Tja, so sieht das Spiel bisher aus. An Items, wie sieht es mit Enigma aus? Enigma hat jetzt eigentlich in
100 Gold. Sein Mecha fertig. Aber es ist ja das First Item Mech. Bei Eis ist Eis. Hat schon die Mana Boots und hat es dann fertig. Jetzt wird die Ravish benutzt. Schön auf 3. Ein schöner Anchor Smash. Und erstmal Gorek geht hier wahrscheinlich auch down. Finger wird dafür benutzt. Ah, schöner Dust. Und das wird wohl der letzte Auto-Attack. Reicht nicht ganz, um Gorek hier down zu bringen. Immerhin, aber 2:0 wieder. Mit einer Ravage und dem Finger auf 3. Konnten sie tatsächlich nichts entgegenwerfen. Und Slark gehen hier down. Enigma geht er down. Und fast, also fast alle Cores von Hellraisers fallen einfach gegen 2. Ist schon eine starke Sache. Doom hat er leider nicht den. Ich dachte, den Hawk hat er gesehen. 100 Damage. 100 Damage, ja. Dachte, kann er einfach so den Hawk mit dem Level Death killen. Aber gut. Entscheidet sich nicht dazu. Trotzdem sieht es so aus, als ob Hellraisers immerhin die Bottomlane einigermaßen unter Kontrolle haben. Trotzdem sieht es halt auch nur so aus. Ansonsten kommt halt einfach Eis Eis rein. Der sich jetzt tatsächlich mit Blinkdagger anstatt einem Mech entschieden hat. Der Raw ist herzlich ineffizient gegen einen Tidehunter. Wird aber hier low und hätte vielleicht dann doch eher seinen Mecha gekauft. Aber die Damage reicht doch gerade so auf Eis Eis trotzdem. Gorek, Hole wird benutzt und trifft auch noch super. Das könnte groß sein, aber wird direkt unterbrochen von Fenrir. Wird hier gehext, Afronen wird gehext, Super steht halt weiterhin, macht weiterhin den Damage, kriegt noch gerade so Line Down, aber Double Kill wieder für Super. 2:3 getradet, was besser für Hellraiser war es. Trotzdem haben Hellraiser ist ja doch alles reingeworfen, was sie gemacht haben. Raw gemacht, sie hatten Enigma Black Hole gemacht. Und ja gut, Broodmother hat auch Ulti, ist nicht so wichtig, trotzdem hat alles reingeworfen und trotzdem kriegen sie nur 2:3 raus. Das spricht ja schon dafür, wie weit VG voraus sind. 4000 Net Worth vorne, 13 Minuten und 4000 XP vorne. Die Tower fallen so langsam. Tower ist jetzt bisher 1:1, gleichen sie halt aus. Das heißt, das ist halt alles 4000 Net Worth plus. Ich glaube, da kommen noch 2000 drauf mit den Tower jetzt. So, Eis ist Eis. Ha, erstmal schön mit dem Dust. Super ist auch da. Und schön die Kills holen hier. Ja, Gorek versucht das zu juken. Kann gleich wieder sein Netz gehen. Eventuell Spinweb. Oh, und Spinweb. Und das ist einfach 522 Movement Speed. Viel zu schnell, als dass sie ihn bekommen könnten. Schön gemacht von Gorek, dass er da immerhin wegkam. Black, ja, ist okay eigentlich da oben. Hat aber natürlich das kleine Problem, dass die Idolons doch einigen Damage machen. Aber da ist Fenrir auf Goddamn. Trotzdem kommen sie da nicht ran. Zu weit hinten in der Mitte-Teil findet jetzt Ember Spirit endlich Gorek. Ich glaube, man nimmt einen zweiten Dust. Mal schauen. Ne, einfach nur einen Arrow gefunden, auszusehen. Na gut. Hups, würde ich jetzt mal so sagen. Die Observer wird dewarded, hat aber sowieso nur auf 50 Sekunden noch Zeit. Die Vision ist stark auf Seite von Hellraisers. Das Problem ist, dass sie einfach können halt gerade nichts tun dagegen. Das ist halt gerade so das große Ding. Wir haben halt Map Control, aber selbst wenn sie engagen wollen, haben sie keine Chance dagegen. Das ist schon krass. Fighten prinzipiell, sind halt sehr weit hinten und fighten dagegen. Tidehunter hat Top Last Hits, aber ist trotzdem irgendwie 2000 Net Worth hinter Super und auch noch ein bisschen hinter Black. Tatsächlich übernimmt Super halt groß gerade die Net Worth Skala, den Net Worth Graphen. Oh, hier wurde ein Hawk gespawnt, vielleicht haben sie den Spawn gesehen, sieht aber nicht so aus, nein. Black geht da down. Black, ja. Black geht da eben nicht runter und sieht das, aber von hinten kommt der Engage von Dread und easy Kill auf Black. Aber Super ist da, macht noch ein bisschen Damage rein. Fenrir, VG smoken halt auch von da hinten rein. Super ist mittendrin, macht den Damage. Fenrir wird wahrscheinlich down gehen jetzt, aber kommt Eis ist Eis mit der Ravage hin. Easy Triple Kills. Holy fuck. Ja, Turnaround ist huge. Easy gebaitet von Black, das habe ich selbst nicht gesehen. Und dann, ja, sind auch einfach mal 4 Helden tot. Ravage benutzt, wurde halt alles benutzt. Schön auch dumm am Anfang auf Slark schon draußen. Das Einzige, was Black noch gemacht hatte, war halt genau das. Oder derjenige, der halt irgendwie dann noch hätte rauskommen können. Bisher, wir haben 2 Holes gesehen. 2 Holes waren okay, waren aber jetzt nicht wirklich spielentscheidend. Das war so das Ding.
under attack. ...16:5 steht's. Itemweise für Tidehunter. Okay. Wird also anscheinend eine Pipe. Finde ich hier Dread, aber weiß, dass halt auch mehr sind. Die Wards stehen halt sehr gut gerade für VG. Und haben halt einfach auch die Vision. Und der Tower wurde gerade von 3 Helden gekillt. Von daher dementsprechend weiß auch super daher, dass da irgendwie ein paar mehr Leute sind. Aber ja. Es sieht nicht gut aus für Hellraisers. Es sieht nach einem 2-0 aus, aber es ist noch nicht vorbei. Trotzdem, Ice ist ein Beast, Super ist ein Beast und auch Black ist ziemlich fett. Wir haben ihn jetzt irgendwie mit 3-4 Helden gebraucht, eigentlich um Black zu killen. Und sind danach halt komplett gecleant worden. Technically brauchten sie wahrscheinlich nur 3 oder so, aber sie brauchten halt auch ein Smoking, um halt irgendwie mit Black klarzukommen. Und das spricht nicht für Hellraisers hier. Und versuchen halt jetzt auf Super zu machen, aber sehr schnell halt auch. Sehr schnell den Beastmaster gesehen und halt gesehen, okay, da kommt ein Raw, schnell weg. Also gute Entscheidungen hier. Embers Build mit dem Battlefield nach 17 Minuten und 2600 Gold. Wird also bald ein Crystals werden. Und kann halt jetzt mit dem Battlefield halt auch sehr schnell kurzen Prozess mit den Spinnen machen. Ansonsten. Wie steht's eigentlich Black? Hat jetzt sein Midas, okay, geht an auf Aghanims First und danach auf wahrscheinlich Refresher. Also wird das halt rein Aghanims Refresher. Haben wir jetzt hier das Mirana Ulti gesehen. Und ja, wenn halt damit nichts anfangen können, war auch glaube ich nicht defensiv. Nicht sicher. Aber erstmal immerhin Invis smoken. Besser als nichts. Doppelt hält besser. Aber Hellraisers sind halt auch da. Hellraisers wollen Gold machen. Wahrscheinlich ist es wieder Black, der hier die Bait spielt. Und da kommt der Go. Aber jetzt sehen sie halt alle. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Blink ist jetzt on cooldown. Und Ravage auf 3. Ravage auf 3. Arrow trifft. Greg der Doom auf Goddamn. Afonin steht vorne. Versucht ein bisschen auf Black zu gehen. Jetzt kriegen sie aber Black. Mecha ist draußen. Trotzdem, Artis kriegt hier den Kill auf Black. 1:1 bisher. Nicht so, wie sich das VG erhofft hatten. Denn Goddamn überlebt das Ganze. Und ja, jetzt müssen VG aber doch abhauen. Sind overextended. Black hätte da nicht so stark reingehen sollen. Hätte da nicht so krass drin sein müssen. Haben sie trotzdem geschafft und jetzt haben sie auch einiges in Gold hier bekommen. Black war doch ein bisschen was wert. Trotzdem halt nicht die Welt. Super war nicht dabei. Super hat gefarmt. Nicht so viel verloren für VG. War auch nur ein Pickoff. Wie sieht's sonst aus? Klar, Black wird auf die Pipe... Ah doch, Black hat jetzt doch das Mecha fertig gemacht. Ach, ich dachte schon ebenso. Hm, okay. Da war ein Mecha. Aber von wem war das denn? Tja, Mirana mit der... Mirana hat auch erstmal die Items. Ember Spirit, Crystallis, Lion. Wie viel Gold hat Lion? 1500. Also ist auf dem Weg zum Blink. Klar, und Doom ist auf dem Weg zum Aghanims. Bei HR sieht das ähnlich aus. Gorek ist tatsächlich gar nicht mal so unfett. Enigma ist auf dem Weg zum BKB, klar. Das können sie nur mit einem Doom aufhalten. Immerhin, klar, aber auf jeden Fall der ganze Rest stört halt sonst doch sehr. Damit komplett alles voller Stunts. Dann muss das, ist das BKB halt einfach Core als zweites Item. Es lag mit dem Shadowblade-Bild. Weiß ich nicht, wie erfolgreich das sein wird, aber kann zumindest für ein paar Pickoffs sorgen. Das ist halt auch einfach das, was sie gerade brauchen. Ja, Vengeful Spirit hat nichts und Beastmaster ist auf dem Weg. Natürlich zum schönen Book. Sehen hier Dread, aber sonst nichts. Auf der Bottomlane ist aber links Super da drin und der battelt sich ein bisschen mit Artis. Aber Artis hat das Shadowblade und kommt da weg, aber oh, Super haut ziemlich fett. So waren es 2 Crits hintereinander. Kann sein. Und hat dann einen Remnant. Ja, der hat eh einen Remnant, von daher. Hat dann nur darauf gewartet, dass er ein bisschen, noch ein bisschen Stunk machen kann, bevor er hier zurückgeht. Tja, beide Teams farmen. Das Spiel hat sich so ein bisschen verlangsamt, sagte er. Und Black kam in den gegnerischen Dschungel und want to fuck things up.
Black steht in einer riesigen Armee dran, aber he doesn't care. Mit Scorched Earth einiges an Regeneration. Isis Eis ist jetzt auch da. Haben tatsächlich die Vengeful Spirit komplett down bekommen, denn Aghanim's Doom, ich weiß nicht, ob es gerade Damage reicht mit sie. Nein, Goddamn wird jetzt hier gefunden. Arrow holt sich den Lasted. Schöner Schuss von FY. Und ja, auf einmal sind zwei down und sie können hier den Mitteltower nehmen. Das heißt, so schnell kann es gehen. Back by. Oh, da ist ein Kurier, da ist ein Kurier, da ist ein Kurier. Und der will da eigentlich nicht zurückfliegen, ist sich unsicher, wo er her will. Ah, Leap ist gleich auf Cooldown, ein Hit. Na, ah, mehr kriegt er nicht, außerdem. Support Mirana hat eh nicht genug Damage. Tja. VG, die noch ein bisschen zurückkommen. Artis wartet hier ein bisschen. Haben wir eine Sentry Ward? Und vielleicht sollten sie da nicht reingehen. Genau, jetzt kommt schon der Stun. Aber Lion wird direkt von Goros angegangen. Direkt auf Dorn gebracht. FY hat jetzt das kleine Problem, dass er hätte hier wegklicken muss. Aber beide können hier sehr schnell, haben ein gutes Pathing und kommen da sehr schnell durch. Super sorgt jetzt dafür, dass beide low sind. Die Frage ist halt, ob er was tun kann, um sie halt doch zu töten. Und das sieht nicht der Fall aus. Keine Detection, keine Möglichkeit, irgendwas gegen Goros zu machen. Und der Slug kann sowieso schnell wegkommen. Ja, ein 2-0 Trade für HR. 2-0 Pick-Off. Haben den Tower in der Mitte verloren, aber es ist schon besser als... Also es ist schon eine sehr gute Sache, die sie hier rausholen können. Sie sind 19-9 hinten, sie sind knapp 10.000 Net Worth hinten und 10.000 XP hinten. Mehr können sie sich gerade nicht vorstellen. Das ist halt genau das, was sie brauchen, um wieder irgendwie dieses Spiel zurecht oder zurückzukommen. Das andere Problem wird halt sein, wenn VG halt groupen. Bisher ist es halt so, dass sie immer hin und her springen und sich ein bisschen von der Broodmother ärgern lassen und die Broodmother ärgern. Wenn sie aber halt pushen, ist es zumindest mit Doom, der auf Refresher gehen wird, auch schon eine schwierige Sache, weil da wird einfach mal zack, zack, da haben halt zwei Leute T4 gedrückt und auf einmal sieht der Fight halt wesentlich anders aus. Weil was bleibt denn übrig? Einen Stun und eine Broodmother. Prinzipiell. Ja, und der Rest hat halt so ein Daedalus oder so. Und das nach 23 Minuten. Also super, halt gerade richtig weit vorne. 13.000 Networth, man sieht es halt schon. Richtig stark, wie sieht's aus? Okay, jetzt wird hier Invis angemacht und erstmal Ravage, aber schön ins Black Hole rein. Sie kriegen hier einfach niemanden tot. Oh, Super bringt nichts. Broodmother geht hier noch down. Godlike für Super. Ice is Ice, Killing Spree. 2 zu 1 getradet hier. Wieder ein Ravage. Schön benutzt. Und das Refresher kommt bald. Und es ist 24 Minuten drin. Ice is fett. Und aber erstmal, okay, erstmal ein Blink für Doom ist vielleicht auch sinnvoll, wenn man nur mit Doom spielen will, dann sollte man vielleicht auch irgendeine Art haben, wie man da wieder reinkommt. Super geht hier sehr aggressiv rein, vielleicht ein bisschen zu aggressiv, vielleicht ein bisschen zu früh und geht hier direkt down. Auch von Inch ist low, aber jetzt ist Black da, hat seinen Blink leider auf Cooldown. Die Supports müssen jetzt sich hier entgegenwerfen, damit er halt einfach nicht hinterherkommt zu Artis. Aber, naja, es ist gut, 1-2 Trade, das lief super für HR auf jeden Fall. Das war eine Godlike-Speed, die hier down gegangen ist. Haben sie einiges für bekommen. 1000 Gold immerhin auf Slark. Und so viel Gold, dass die Supports es überleben konnten. Ich zähle jetzt einfach mit Beastmaster Support. Ja, der vor allem ist hier raus, die Pen. Schafft es ohne Probleme. Und hat sich sogar tatsächlich sogar ein Oil-Zepter jetzt fertig gekauft. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man erstmal mit Enigma ohne BKB dealen kann. Und das BKB ist noch recht weit off. Das ist halt auch so ein Problem, das brauchen sie unbedingt. Aber ja, prinzipiell kann Super nach vorne gehen oder Black nach vorne gehen. Und dann wird halt einfach kein Ziel da sein, um zu Blackholen. Denn Super, was wollen sie Super entgegenwerfen? Slark? Er kriegt halt irgendwie zwei Rechtsklicke und dann darf er halt wieder abhauen. Das Shadow Dance schon benutzt. Und ja, 25 Minuten, Refresher... Mecha Blink auf Doom. Tidehunter. Ja, auf Doom, ja genau. Puh. Ich meine auf Ice is Ice. Tidehunter ist fett. Super ist fett. Und Black ist auch hinten dran. Er hat bisher zwar quasi nur einen Agas und einen Blinks. Und natürlich einen Midas. Er ist halt bisher ein wandelnder Doom. Aber da werden halt wahrscheinlich schnell zwei raus werden. Und dieser eine wandelnde Doom dreht halt das Fight auch schnell. Von 5 zu 5 gegen 4 zu 5. Dann sieht es halt schon schwierig, schon anders halt aus. Besonders weil halt auch so tanky ist. Es sind 2000 Leben, es sind 8 Armor. Es ist halt einfach schwierig, wenn dann Doom steht. Wie wollen sie da ran? Gar nicht, wahrscheinlich.
Hier, Smoke wurde es gesehen. Es sieht. Könnte der Fall sein. Bin ich mir nicht sicher. Aber zumindest SSI findet hier erstmal, dass hier jemand reingeht. Blinkt hier rein. Ah, Ravage war die Möglichkeit. Vielleicht waren da mehr drin, aber schön halt auch abgebrochen von SSI. Stellt sich halt hier drin. Hat jetzt erstmal keinen Mana mehr für Ravage tatsächlich, aber es ist halt auch nur der Beastmaster. Dann gehen sie im Prinzip tatsächlich sogar Risiko ein, weil sie halt eben nichts tun. Also sagen sie sich, hey, wenn sie kommen können, werden wir noch reengagen. Dread wird hier gefunden, Dread wird hier down gehen. Wahrscheinlich, da ist Enigma, kann versuchen, Black Hole auf 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde Doom. Nein. Gorek versucht den Hintergrund Leute abzuholen, aber schafft es da nicht voranzukommen. Ist jetzt auch noch ein bisschen Change und jetzt wird die Ravage nur für Gorek allein ausgegeben. Das Problem ist hier keine Detection, bis auf diesen Ward. Und da ist Gorek leider genau reingelaufen. Ah, 3 zu 0 wieder mal. Oder 4 zu 1 war der Trade hier. Und ein Buyback vom Beastmaster, der nichts gebracht hat. Das läuft nicht so gut für Hellraiser. Sie kamen ein bisschen zurück. Sie haben ein paar wichtige Kills hier auf Super und sowas geholt, aber... Ja. Linkens kommen raus für Slark. Aber er hat einen Shadowblade und er hat einen Linkens. Das bedeutet halt auch, dass Slark halt keinerlei Damage macht. Das ist halt so das Bittere daran. Er braucht halt Damage, er braucht einen Basher, er braucht vielleicht Saint und Yasha oder sowas. Er braucht halt irgendwas, um halt auch den Damage zu fahren. Er ist halt Position 1 Carry und was hat er halt? Defensive Items. Das ist nicht so gut, wenn man auf der anderen Seite einen Super hat, der nur offensive Items hat. Und sein ganzes gegnerische Team protectet sich dann einfach. Das Skadi wird das wahrscheinlich demnächst. Ja. Und die Tower fallen halt einfach so. Immerhin kann er den Lion alleine abholen. Aber ja, das ist halt kein Vergleich so wirklich. Roshan steht auch noch drin. SSI zündet auch noch einen großen Stack von Beastmaster. Ah. Es sieht nicht so gut aus für Hellraisers. Es sieht so danach aus, als ob sie ins Lower Bracket gehen müssten. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Noch können VG ein bisschen overextenden. Wobei Hellraisers haben ein recht gutes Lineup, um halt schnell Tower zu pushen. Sie haben Necro auf Beastmaster, sie haben Eidolons, sie haben Broodmother Spin. Oh, holy shit. Ja, easy solo kill, wenn man in Spinnen steht. Oh man. Ember Spirit hat gerade gezeigt, warum der Broodmother Pick vielleicht nicht so eine gute Idee war. Es war, hat sich bisher eigentlich schon ganz gut ausgezahlt. Also Broodmother ist halt einfach gerade fett, ist halt fast fetter als Slark. Ist halt super stark, aber wenn sie halt gegen den Carrier einfach so stirbt, das ist halt auch ein Problem. Das ist tatsächlich eine Linkens auf Ember's Bild und kein Skadi. Na gut. Linkens gegen den großen Roar, gegen den Magic Missile, gegen alles, was ihn irgendwie lockdown könnte. Aber Hellraisers scheint es zu wissen. Haben keinen Blink auf Enigma, aber könnten es jetzt hier versuchen. Die Frage ist, wenn sie nur die beiden im Black Hole haben, hilft das was? Und da gehen sie rein. Schönes Moonlight Shadow wird aktiviert. Super, haut alles erstmal schon mal rein. Black ist aber gestunt. Ist immer noch gestunt. Immer noch gestunt. Und geht hier tatsächlich down, bevor irgendwas passiert. Oder auch nicht. Black überlebt das Ganze und alle Leute von Hellraisers sind down. Okay. When did that happen? Aber naja, Ravage und so. Nein, Ravage war auch nicht da. Was haben sie benutzt? Seriously? Das war so ein Lagfest. Keine Ahnung, sieht man nicht viel. Aber ohne Ravage. Ohne. Okay, Doom wurde benutzt, glaube ich, da. Aber. Ja, ein Doom, ein Finger. Ja, und das war's. Sind einfach alle gepoppt. Also klar, Scorch Earth und Flameguard macht einiges in Damage, aber... Holy shit, 0 zu 4. Und sie sind da reingesmoked. Und sie hatten einen Black Hole. Die wurden halt direkt gesilenced. Woher auch immer der Silence kam. Bin ich mir nicht ganz sicher. Shivas für SSI demnächst. Man ist schon fast fertig. Doom geht auch auf den Shivas. Well. Die Spinnen kommen langsam hier an. Und stehen leider zu weit hinten. Kommen nicht ganz ran, aber man kann damit ganz gut farmen. Black hat jetzt das Shivas fertig. Und Tidehunter hat das Shivas gleich auch fertig. Yay. Aber anscheinend sagen sie, okay, wir wollen es einfach mal versuchen, nur mit AOE-Damage das Ganze zu fixen. Einfach so, okay, wir gehen rein, Flameguard an, Scorched Earth an, wir zünden zwei Shivas
Und wir schießen hier Starfall. Und dann fällt halt einfach alles in mir uns herum. Und wir haben weder Ravage benutzt, noch Doom benutzt, noch Finger benutzt. Das scheint anscheinend gerade der Plan von Vici zu sein. Oder sie haben halt so fehlerhafte Absprache. Oder sagen sie, hey, das ist auch so ein gutes Item. Ist es, ja. Aber keine Ahnung. Hätte man vielleicht einen Hex draus bauen können, besonders auf dem Doom. Ja, wird schon wieder Gorek gefunden, aber ist halt auch wieder Invis. Keine Detection auf den Cores. Die hat auch... Naja. Also super hat keinen Platz für das, seriously. Der hat fettere Items dafür. Black ist halt... Könnte eventuell eine Magic Wand für einen Gem ausgeben. Das wäre vielleicht sinnvoll. Oder Eis kauft einen Gem oder sowas. Wäre hier sinnvoll, aber halt auch Refresher... Ravage ist halt vorhanden und das wird jetzt halt der Geheimcrown-Push werden. Goddamn Star, Goddamn wird direkt initiated. Schön, wird versucht rauszuswappen, aber mit der Double Ravage wird da eh nichts drin sein. Will er ravagen? Will er ravagen? Nein, will er nicht. Will er zucken? Will er zucken? Ja, will zucken. Okay, ja. Täuscht es ein bisschen an, ist sich nicht sicher. Und ja, oder hat auch einfach nur ein bisschen mit ihm gespielt. The Hunter plays with it, Prey. Tja. Das sieht mir sehr nach einem GG aus. Was können sie tun? Buybacks vorhanden sind... Nein. Ersten Land of Rex werden bald hier down gehen. Erstes Shiva ist gepoppt, zweites... Nein. Shiva nicht nötig. Doom holt sich gekillt im Level Death. Easy Kills, left and right. Da kommt eine Initiation von Bradmother tatsächlich rein, die instant im Finger benutzt wurden, aber das... Der Finger... Die Animation vom Finger war zu lang, weil er schon davor vorher tot war, seriously. Dieses Game ist verrückt. Dieses Game ist verrückt. Hellraisers werden bald hier austappen. Haben nicht mehr viel. Und ich glaube auch nicht, dass VG hier auch irgendwie zurückhaltend reagieren werden. Enigma kommt jetzt hier einmal, kann vielleicht nochmal versuchen, im BKB tatsächlich mal was zu tun. Slark ist halt auch da. Slark wartet mit der Initiation. Enigma will nicht eigentlich... Ah doch. TP kommt rein, sollte vielleicht ein BKB anmachen. Und... darf... es nicht das BKB zu aktivieren. Ah, okay. Ja. VG holen sich das Game hier nach 33 Minuten diesmal. Knapp 10 Minuten länger als letztes Mal. Aber okay. Ohne das BKB zu TP'en war vielleicht ein bisschen greedy. Hat er nicht rechtzeitig das aktivieren können. Da ist er hier auch noch down gegangen. Was ein weiterer Stomp von VG, die hier zeigen, dass Hellraisers gerade absolut keine Chance gegen VG haben. Starke Performances hier von sowohl Black als auch IceSice, der sich mal wieder hier als MVP herausstellt. Und okay, nicht mehr GPM hat, auch nicht mehr XPM hat, weil Ember Spirit halt ach, am Ende halt einfach die Kills holen konnte. Aber ja, in Sachen Last Hit oder so halt besonders im Midgame halt übernommen hat. Super, 18 zu 1. Knapp, aber immerhin. Doom als Black musste ein paar Mal baiten. Tja, doofes Schicksal. Weil Doom leider nicht tanky genug, um das halt wirklich alles zu beleben. Aber im Prinzip war eigentlich nie irgendwo der Sieg von VG hier in Gefahr in diesem Game. Noch im letzten Game eigentlich nicht. Wurde schon früh zurückgewonnen und dann war es halt auch klar. Okay, VG gehen weiter ins Upper Bracket Nummer 2. Hellraisers gehen down ins Lower Bracket Nummer 1. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir diese Spiele morgen sehen werden. Ab 4 Uhr morgens wahrscheinlich wieder. Da 4 Uhr morgens halt 4 Uhr morgens ist, werde ich wohl ab 10 Uhr hinzustoßen. Von daher, wie heute, morgen ab 10 Uhr. Ich hoffe mal, die Upper Bracket Round 2, wo wir auch ein paar Games haben, in 2 Upper Bracket und 4 Lower Bracket Spiele morgen stattfinden. Die Lower Bracket jeweils im Best of 1, von daher passt es von der Zeit her. Und wenn sie mit Lower Bracket um 4 Uhr anfangen, dann passt es auch mit Upper Bracket um 10 Uhr. Auch vielleicht wieder mit Secret, mit VG, mit EG und mit Big God, natürlich. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen hoffentlich Secret gegen VG und EG gegen Big God um 10 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Saphira TV, @SaphiraTV auf Twitter und natürlich hier auf Twitch, wo ihr hier zuguckt. Ich selber bis Saison, wenn euch das gefallen hat, auf YouTube. Unter das schlechteste Sonnen gibt es die Casts auch nochmal auf 1080p zum Zugucken. Vielen Dank, noch einen schönen Abend, bis dann, auf Wiedersehen.